Ja, am Samstag habe ich noch Schuhe bekommen, falls es schlechtes Wetter wird. Genau, wir haben dir noch Stiefel besorgt. Das war ja auch noch so ein Abenteuer, ne? Richtig. Da haben wir gesagt, oder eigentlich wollten wir mit dem Motorrad nach Hamburg fahren. Das ist ja leider, wenn du in Lüneburg irgendwie Motorradklamotten brauchst, dann ist leider die Auswahl nicht allzu üppig dort. Richtig. Wir haben zwar ein oder zwei Läden so im weiteren Umfeld von Lüneburg, aber da ist halt leider auch die Auswahl nicht so groß. Und wir hatten vorher noch versucht, per Paket. Das war ja auch noch so ein Ding. Aus Italien. Vor zwei Wochen habe ich gedacht, ich bin mal so schlau und bestelle ein paar Stiefel für dich auf Amazon in deiner Größe. Aber ja, normalerweise nimmt man Motorradstiefel eine Nummer größer. Und das habe ich halt nicht gemacht. Ich habe sie dir in 39 bestellt. Die Stiefel waren an und für sich gar nicht schlecht. Aber erstens mal hatten die eine sehr lange Lieferzeit. Aber nicht, weil sie aus Italien kommen, sondern weil eben wegen Corona die Lieferungen aus dem Ausland generell so ein bisschen mehr dauern zurzeit. Und dann waren sie endlich da, die Stiefel. Ich glaube, ich habe mich auch gefreut. Am Samstag waren die da, ne? Nee, Samstag sind wir ja zu Louis gefahren. Ich habe ein oder zwei Tage vorher. Ja, auf jeden Fall an einem Tag, wo wir sie nicht mehr hätten zurückschicken können und neue bestellen. Das wäre nicht mehr gegangen. Du hast sie jedenfalls angezogen und kamst nicht über den Spann. Ne? Also die waren ja am Spann zu. Ja. Zu eng, zu schmal geschnitten. Ja, Italiener. Leute, merkt euch, wenn ihr Schuhe aus Italien kauft, die müssen mindestens eine Nummer größer, weil Italiener genauso wie Chinesen, die haben irgendwie andere Füße. Ja. Italienische Schuhe sind sowieso von Haus aus schmal geschnitten. Das ist ja auch in Ordnung, aber dann müsst ihr wissen, ein oder zwei Nummern größer zu nehmen. Und ich habe das leider nicht gemacht und dementsprechend haben dir die Schuhe leider nicht gepasst, obwohl die eigentlich schön waren. So, dann können wir nichts damit anfangen und der heutige Tag rückte immer näher und nochmal dort Schuhe bestellen. Das hätte vom Zeitpunkt nicht mehr gepasst. Das wäre nicht mehr gegangen. So, und da sind wir eben nochmal nach Hamburg rein und dann für sich wollten wir mit dem Motorrad fahren, aber das konnten wir uns abschminken den Tag, weil da Wetter nicht so toll war, aber gesagt, wir fahren halt kurz mit dem Auto. Ja, und soll ja auch, bevor man eine größere Tour macht, sich die Tage vorher normal verhalten. Genau. Man soll keinen Sport machen, nicht Fahrrad fahren, keine Risiken eingehen, weil ne, sonst ist nämlich 1, 2, 3 ist die Tour vorbei. Und dann fahren alle anderen. Bevor sie angefangen hat. Fahren alle anderen mit, bloß du nicht, weil du dir einen Knöchel verstaucht hast oder. Irgendwas passiert immer. Gut. Also wir waren dann bei Louis und da konntest du dir dann in Ruhe Stiefel anprobieren. Hat auch eine Zeit lang gedauert und zeigt einmal mehr, sich im Internet Stiefel zu bestellen, das ist Glückssache. Ne? Da muss man wirklich Glück haben, dass sie passen, aber der Regelfall ist das nicht. Man soll sich für Schuhe tatsächlich Zeit nehmen, das ist die gleiche Sache wie mit dem Helm. Und solche Dinger, die sollten auch nicht nach Optik ausgesucht werden. Nein, mein schwarzes habe ich sowieso zu Hause gelassen. Die sollen auch nicht nach Optik ausgesucht werden, sondern passen müssen sie. Und regenfest, wasserfest. Und wasserfest, genau. Ja, das werden wir erst noch mal sehen, ob die dann tatsächlich wasserfest sind, wie wir heute auf dem Regenradar erfahren haben oder auf der Regenprognose, werden wir morgen, aber spätestens übermorgen, wenn wir in den Regen kommen. Das nutzt nichts. Dann können wir unsere Regenklamotten oder du deine gleich mal ausprobieren. Ja, bei gutem Wetter kann ja jeder fahren. Bei schönem Wetter kann jeder, so ist es. Hat dein Schwiegervater immer gesagt.
traut der Sache hier wohl noch nicht so recht. Das ist ja auch seine erste. Nein, weil sie, da haben sie ja gerade geblitzt da unten. Ja. Wir sind gerade an dem Blitzer vorbeigefahren. Und jetzt fährt er aber genau Strich 80 da. Wildkatzengehege. Na, sieht aus wie Baumstumpfgehege. Da oben sieht sich das auch schon ein bisschen blau. Ja, ist ja das, was ich sagte. Ne? Das wird sich mit dem schönen Wetter demnächst erledigt haben hier. So Leute, ihr wollt jetzt hier nicht rechts abbiegen. Ne? Tja, Harz. Ne? Motorradfahrer Paradies, hätte ich fast gesagt. Und es riecht schon gleich nach dem Harz. Ja. Zurzeit wird es aber wahrscheinlich eher weniger Motorradfahrer Paradies sein, weil... Wir haben ja so ein paar Reizthemen, ne? Im letzten Motovlog, der für euch übrigens ja vor der Polentour gekommen ist. Stichwort Motorradlärm und auch Geschwindigkeitsübertretungen durch Motorräder, Motorradraserei, sagen ja viele. Für was sind diese auf? Ich habe keine Ahnung, was. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Versuchsstrecke ist hier. Da probieren sie einfach, welcher weiße Belag hier, was taugt und was nicht. Tja, also im Harz wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass hier vermehrt Verkehrskontrollen stattfinden werden. Motorradkontrollstellen. Und auch vermehrt gelasert werden wird. Oh. Irgendwie haben wir mehr Masse. Achim hat weit mehr Motorbremswirkung als wir. Wenn der vom Gas geht, dann bleibt der fast stehen und wir... Ich muss jedes Mal in die Eisen gehen, damit ich ihm nicht hinten aufrolle. Naja gut. Es ist, wie es ist. Du winkst immer schön, dann brauche ich das nicht machen. Genau. Trau mich. Ja. Torfhaus. Ja. Torfhaus. Hier hat es neulich gebrannt. Habe ich auch erst durch Facebook gehört. Mal gucken. Eine von diesen Kneipen da, von diesen, ja, sieht man schon. Ja. Hier haben wir doch mal Pause gemacht, als wir mit... Ja, genau. Ja, ich weiß, was du meinst. Gut. Ja. Hier, das Halali ist abgebrannt neulich. Die haben erst... Weiß man auch, warum? Nee, in der Küche, glaube ich, ist das irgendwo ausgebrochen, das Feuer. Ich glaube, irgendwo in der Küche haben sie geschrieben. Ja, die hatten erst kurz zuvor nach Renovierung eröffnet, wieder eröffnet oder so. Ja, die haben da einen Haufen Geld reingesteckt in die Sanierung. Oder hoffentlich sind sie versichert. Tja. Ich glaube, hier hat es vor kurzem geregnet. Ja. Dann war eventuell die Pause, die wir eben gemacht haben, doch ganz sinnvoll. Ja, gut, aber das konnte man ja nicht ahnen. Ne? Nein. Wenn man das wissen könnte. Aber du merkst, dass es hier schon ein bisschen frischer wird hier oben. Ne? Ein bisschen kälter wird es hier. Ja, aber angenehm. Doch, alles. Ja, ja.
Bäume haben sie noch nicht großartig erholt. Nee, die erholen sich auch nicht mehr. Da, mit den Bäumen passiert nichts mehr. Gar nichts. Da kannst du auch nichts mehr mit machen mit dem Holz. Das ist hin. Toter Wald hier überall. Ich weiß gar nicht, weiß das jemand von unseren Zuschauern? War das Borkenkäfer oder ist das saurer Regen oder wieso ist hier... Also ich glaube, das kam durch die, vor 2 Jahren durch diese Trockenheit. Vor 2 Jahren sahst du hier auch schon so aus. Da sind wir doch in Wernigerode mit der Eisenbahn gefahren, mit der Brockenbahn. Ja, und das Jahr davor war es aber auch schon so trocken. Das waren doch 2 Jahre in Folge. Ja, aber dann müsste es doch diese Bäume auch getroffen haben. Ja. So, da sind wir nach 550 Kilometern am Felsentor in Türkenstein. Ja. Manfred, servus. Wir sind's wieder, die Preisen.